Dann braucht es jetzt wieder die Schüpp-Polizei, oder? Beim Schüpp muss man ja kochen und nochmal kochen und dann wieder kochen. Und dann, wenn der Gemeinde das fertig ist, können nochmal kochen. Warum sprudelt das Wasser beim Kochen? Es ist eigentlich ganz einfach, die Moleküle lösen sich unten am Boden. Also die werden das so ein bisschen lose, die verabschieden sich so ein bisschen einzeln. Was noch interessant ist bei dieser Frage, ist die Meereshöhe. Also das Wasser kocht nur bei 100 Grad Celsius auf Meereshöhe. Und pro 300 Grad Unterschied, Höhe, oder? Steht da, sinkt der Siedepunkt um 1 Grad. Bei Meereshöhe, 0 Grad Meter über Meer, kocht das Wasser bei 100 Grad. Und wenn wir 300 Meter weiter oben sind, bei 99, bei 600 Meter 98 und so weiter. Also auch diese Frage haben wir wieder super gesehen. Weil ich diese Frage ein bisschen liebe, tun wir sie ein bisschen anders abstempeln.